Dirty Wurzel grüßt meine Freunde des gepflegten Ego-Shooters-Skisports und präsentiert euch heute ein Herrschaftsmatch auf der schmutzigen Karte Grid. Ich spiele hier mit dem Filinator 1000-Account, also wundert euch bitte nicht. Habe dabei die AK-47 Schallgedämpft, Plünderer Pro, Flinkheit Pro und die taktische Maske sind heute mit dabei. Auf die Abschussserien will ich gar nicht großartig eingehen. Heute mal ohne Eröffnung, 3-5-11. Aufklärungsdrohne, Napalmangriff und Attack Dogs. Warum ich dieses Video hier hochlade, ich hatte es mir extra zurückgehalten. Und zwar für folgendes Thema: Ist die KD wichtig? Dieses Thema möchte ich heute einfach mal mit euch besprechen. Ich möchte auch einfach mal meinen Senf dazu geben. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich einfach nochmal sagen, dass ich vorgestern meine Freundesliste etwas aufgeräumt habe. Dort habe ich ein paar Leute gelöscht, aus der Liste entfernt. Das heißt aber nicht, dass ihr aus dem DNO rausgeflogen seid. Nein, keine Angst. Sondern es ist so, dass ich wahnsinnigen Platzmangel hatte und ich in den letzten 4 Tagen knapp 200 Neubewerbungen für den DNO-Clan bekommen habe. Und deswegen hatte ich da keine andere Lösung gefunden und gesehen. Ich hatte den Leuten aber geschrieben, die sollen sich bitte bei mir via YouTube melden, mir einfach nochmal schreiben, dass ich sie gelöscht habe, und dann werde ich diesen Leuten sagen, wie es weitergeht. Also macht euch da bitte keine Sorgen, ihr seid nicht rausgeflogen oder sonst irgendwas. Ich möchte auch nochmal sagen, dass ihr da bitte nicht irgendwie komisch reagieren sollt. Ich hatte da Nachrichten bekommen, da war ich ein bisschen enttäuscht drüber, weil die noch nicht mal erfragt haben, worum es überhaupt geht. Deswegen keine Sorge, schreibt mich einfach an, dann sage ich euch Bescheid. Aber heute beschäftigen wir uns einmal mit der KD-Frage und ob diese überhaupt wichtig ist. Ich hatte mich auch vor ewig langer Zeit auch mal mit The Dr. Kaboom darüber unterhalten. Wir waren da wirklich einer Meinung und hatten uns da wirklich drüber ausgetauscht. Und es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Und ich muss euch wirklich sagen, wie kommt dieses KD-Spiele eigentlich zustande? Vorab muss man eigentlich sagen, dass man diesen Leuten, die nur auf KD gehen, eigentlich gar keinen Vorwurf machen kann, weil die Gegebenheiten sind in diesem Spiel gegeben, es machen zu können. Es ist eigentlich eine Charakterfrage, würde ich sagen. Es ist eine Charakterfrage und die Frage, will ich Ruhm und Anerkennung von meinen Mitspielern bekommen? Möchte ich im Mittelpunkt stehen? Bin ich ein besserer Spieler, nur weil ich eine gute KD habe? Das sind alles so Fragen und das sind auch diese Antworten darauf sind auch eigentlich die Art und Weise, wie manche Leute hier spielen. Es ist so, dass teilweise Leute den Stecker ziehen, um das verlorene Spiel oder wenn sie gerade eine nicht so gute KD bekommen haben in dem Spiel, dieses Spiel nicht in ihre Wertung eingehen zu lassen. Und da muss ich sagen, das ist ein Weg oder eine Richtung, in die es nicht gehen darf. Es sind auch Leute, die andere Spieler beleidigen, dass sie schlecht sind, dass sie nichts können, dass sie Noobs sind oder wie auch immer. Die Leute runterziehen. Was passiert mit diesen Leuten? Die Leute interessiert es überhaupt nicht, ob sie gewinnen. Es sind Leute, die sich nicht dafür interessieren, ob Teamkameraden irgendwo an der Ecke sterben oder gekillt werden. Da zu Hilfe zu rücken, das steht zu keinem Punkt in Frage. Die bleiben Leute in ihre Ecke, kommen da gar nicht mehr raus. Und das ist eigentlich so ein Ding, was überhaupt nicht sein kann, sich einfach nur auf Ruhm zu verstecken, hinter ihre KD zu verstecken. Weil es heißt noch lange nicht, nur weil ich eine gute KD habe, bin ich ein guter Spieler. Es ist meistens so und erfahrungsgemäß ist es auch so, dass hier im Black Ops gerade die Leute, die eine KD von 4 haben, die größten Camper überhaupt sind. Das ist eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und das finde ich schon teilweise wirklich lustig. In anderen Spielen ist es mittlerweile auch so, dass 7L25, zum Beispiel in Modern Warfare 2, mittlerweile noobig ist. Und da stelle ich mir doch die Frage, wo ist die Grenze dazu? Wo hört es auf? Gibt es eine noch höhere Grenze dazu? Was soll noch kommen? Es ist das gegenseitige Gepusche, immer besser und besser zu werden. Und einfach noch der größere Owner hier auf YouTube zu werden, um dies hier uns allen zu zeigen. Was passiert mit den Spielern, die beleidigt werden, die nicht so gut sind? Die sind frustriert, vielleicht auch aggressiv, weiß nicht, fühlen sich minder bemittelt.
haben verringertes Selbstwertgefühl, wie auch immer, weil sie runtergebuttert werden. Was machen diese Leute? Gucken sich die Videos auf YouTube an und fangen mit der gleichen Sahne auch an. Ja, fangen mit der gleichen Scheiße an, sage ich jetzt einfach mal so, wie andere Spieler. Und fördern damit quasi dieses KD-Gespiel. Ich möchte nochmal gleichzeitig daran erinnern, warum ich das hier auch mache. Und zwar möchte ich auch einfach nochmal die Leute daran erinnern, dass es um etwas mehr geht in diesem Spiel. Es geht auch um ein Team, was man hat. Es geht darum, Spaß zu haben. Es geht darum, den Spielmodus zu erfüllen, den man spielt. Deswegen haben ja auch die Macher dieses Spiels ein Spiel Herrschaft produziert, damit es uns nicht langweilig wird. Damit wir nicht nur auf Kills gehen, sondern auch etwas anderes zu tun haben. Und eine andere taktische Art und Weise eines Spielmodus zu erfüllen. Ja? Das haben die nicht aus Spaß gemacht. Und deswegen möchte ich nochmal betonen, dass es um Spaß geht. Dass ihr Spaß haben sollt. Und gerade in meinem Projekt und gerade die Leute, die sich vielleicht auch erniedrigt fühlen von anderen Spielern, sind hier auf diesem Kanal an der richtigen Stelle. Ihr braucht hier keine Angst zu haben, runtergebuttert zu werden oder sonst irgendwie in irgendeiner Weise runtergemacht werden. Das ist hier auf diesem Kanal überhaupt nicht der Fall. Deswegen mache ich das hier auch Ganze, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt, andere Spieler findet, mit denen ihr spielen könnt und Spaß zusammen macht. Das steht für mich hier im Vordergrund. So wie ich hier auch spiele, ist es auch ein Stück weit ein Negativbeispiel, wie man es auch nicht machen soll, auch hinblicklich auf die Bewerbung des DNOs. Diese Spielweise, die ich hier spiele, die wird überhaupt gar nicht durchkommen. Ich würde mich hier gar nicht selber reinlassen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig für die Leute zu wissen, die auch vielleicht nicht so stark in der KD sind und auch nicht die super Spieler sind, dass man auch anders spielen kann und dass sie hier auch herzlich willkommen sind. Sollte ich das auch mal erleben, dass hier in irgendeiner Art Weise ein Spieler runtergebuttert wird, weil er eine schlechte KD hat oder sonst irgendwas, der fliegt hier knallhart raus. Das will ich hier gar nicht haben. Und es ist auch fair gestaltet von mir, dass hier jeder die gleichen Chancen bekommt, sich zu bewerben und sich hier für diesen Clan zu bewerben. Ganz einfache Sache, ganz einfache Kiste. Ich finde einfach, im Endeffekt ist das Thema der KD völlig überschätzt, völlig sinnlos für mich, weil es da auch überhaupt gar kein Ende gibt. Es gibt für mich da keinen wirklichen guten Grund zu sagen, dafür zu stehen und zu sagen, das mache ich deshalb und deshalb, gibt es für mich nicht. Deswegen würde mich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt diese doch einfach mal bitte in die Videokommentare, was ihr davon, von der ganzen Sache denkt, was ihr davon haltet, ob ihr das genauso seht, inwiefern ihr diese Spieler auch seht, die nur auf diese KD gehen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und auch im Hinblick vielleicht zu eurem eigenen Kanal ist es vielleicht auch mal ganz interessant, sich selber eine Sache auszudenken, weil es auf Dauer auch wirklich langweilig wird. Wenn ich mir Sprengkommando-Matches sehe, wo gespawntrapped wird, ich finde diese Sachen unheimlich unattraktiv. Die werden auch teilweise schon im Video selber vorgespielt, weil sie so langweilig sind anzusehen. Da geht es nur um Mittelpunkt, dass ich im Mittelpunkt stehe, was ich da gerade so erreicht habe. Das ist für mich völlig uninteressant. Im Endeffekt müsst ihr sehen, was ihr daraus macht. Ihr seid diejenigen, die das Spiel verändern könnt. Und in diesem Sinne, bleibt dirty und bis bald.